Sherlock Holmes Crimes and Punishment, diesmal mit dem zweiten Fall, und zwar das Rätsel auf den Gleisen. Diesmal auf Deutsch, wie man schon sehen durfte. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Spiel jetzt, wo ich keine Ahnung mehr habe, was passiert, verhalten wird, wie es sich spielen wird und ob es wirklich, ja, ich sag mal, This trip to so the komplex countryside will be good bleibt. for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We are about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men. A band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the fourth car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do please at least write to me on your return. Ja, Mycroft. Mit dem hätte ich jetzt gar nicht so gerechnet. Beziehungsweise noch nicht so früh. Ja, Mycroft ist Sherlocks Bruder. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Das war jetzt noch ein bisschen überraschend. Der sieht, Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Er sieht ein bisschen. Also wenn man die Neuzeitserie gesehen hat, sieht Mycroft in dem Spiel etwas anders aus. Und ich weiß nicht, also irgendwie finde ich den Mycroft aus der Serie um einiges passender. Es hat irgendwie, ich weiß nicht. Es irgendwie passt das mehr auf die Beschreibung von Mycroft. Brr, what a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase.
But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Ein verschwundener Zug? It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Unser Fall wird also sein, einen verschwundenen Zug hier zu finden. Interessant. Ich kann das Notizbuch schon mal öffnen. Lösen Sie das Rätsel um den verschwundenen Zug. Bahnhof bei Nacht, ein einkommender Zug, ein außergewöhnliches Rätsel. Holmes und Watsons Rückkehr aus dem Urlaub wird zu einer abenteuerlichen Geschichte. Beweise haben wir keine, Dokumente auch keine, Gespräche haben wir ein paar. Hier haben wir Folge und Souvenirs. Wir haben noch die Harpune vom Black Peter. Porträt haben wir auch nichts großartig neu. Interessant. Ich hätte gedacht, das wird alles gelöscht. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Okay. Tatort untersuchen. Untersucht Sie das Gleis in dem Gebiet, in dem der Zug verschwunden ist. Das sind unsere Kutschenspuren. Gucken wir doch erstmal aus der Richtung. Okay. Wenn ich da lang gehe, dann ist vorbei. Dann muss ich wieder auswählen, wo ich hingehe. Wir könnten natürlich in die Kutsche einsteigen. Gucken wir kurz mal in der Sherlock-Sicht, aber da sehe ich nichts. Ticket Office. Abgestelltes Fahrrad. Ein Koffer und ein Mülleimer. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Okay, dann gehen wir halt erst dahin, wo der Zug verschwunden ist. Der großen Frage, wie ein Zug einfach verschwinden kann. Da vorne glitzert was. Ach, das ist Wasser. Gibt's hier irgendwo vielleicht eine Weiche? Okay, was ist denn F? Strange hilft Ihnen dabei, Objekte und Ereignisse zu visualisieren, bei bestimmten Situationen sinnvoll. This is the place where we saw the train vanish last night. Da ist irgendwas. Railway sleepers. Nothing unusual. Aber da ist doch irgendwas hier. A discarded item, possibly thrown from the train. Hier. There are no tracks or footprints on the ground. Ja, was ist denn hier dieses Schimmerige, was da auf dem Boden rumliegt? Kann ich Schienen noch mal untersuchen? The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Also der Zug ist nicht von den Gleisen abgekommen. Na gut, das hätten wir, glaube ich, auch gemerkt, wenn der irgendwie hier von den Schienen abgekommen wäre. Ich meine, das wäre doch irgendwem aufgefallen. Da ist der Station Master. Mal gucken, ob der vielleicht. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson.
Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Gucken wir uns doch mal sein Profil an. Also, die Mütze, da ist was an der Mütze. Ah, er hat graue Haare. Da befleckte Ärmel. Ein Ehering. Was gibt's noch? Die Knöpfe vielleicht? Nope. Da ist ein Abzeichen. Okay, bei ihm gibt's glaube ich nicht sehr viel. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Darauf werde ich zurückkommen. I would Vielleicht be glad to have Karte. A detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Okay. Railway post bags. Mehr Postsäcke. Hier ist keine Karte. Da ist eine Karte. This map will be useful. Sieht nicht so aus, als gäbe es mehr als diese gerade Strecke. To Nottingham zu London. Nichts dazwischen. Hier ist der Zug von der Strecke abgekommen. Aber wo könnte der dann hin sein? Gibt's hier vielleicht noch mehr? Mal gucken, was da trotz zu sagen. Disappeared. It's unbelievable. Ja, indeed, it's unbelievable. Jetzt müssen wir noch kurz zum... Warte, was haben wir hier? This part is probably from a locomotive. Rümpel. An old locomotive bell. Alte Glocke. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. Aber darauf wäre ich ja jetzt überhaupt nicht gekommen. Muss ja, Sherlock ist ein Genie. Hat der eine nicht gerade gesagt, dass in seinem Office ich was rausnehmen könnte? Hier ist die Waiting Hall. Hier müsste eigentlich sein Office sein. Dass ich da irgendwo irgendwas nehmen kann. Aber ich find's nicht. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Eingang? Den ich jetzt übersehen habe. Hier ist noch was. Da, Ticket Office. Hier müsste irgendwo was sein. Bürotisch. Telegramm. Message to all stations. Mr. Robinson is located at Bridlington Station. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. So, Zugzusammenstellung. Line Nottingham, London. Type train. Composition locomotive. Ordered by Mr. Robinson. Special Wagon. Ordered by Mr. Robinson. Okay, jetzt sollten wir den tatsächlich mal kurz ansprechen. Okay. Fragen wir doch mal den Everett, ob er was über den Mr. Robinson zu sagen hat. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail?
That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex keylock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Hat vielleicht einer an Bord? Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington Station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. Hat vielleicht einer im Zug gesessen, den Zug kidnapped? You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Da würde ich in der Tat jetzt gerne hin. Also, erstmal zu Bridlington. Und vielleicht finden wir da den Mr. Patterson. Gucken, was wir so alles herleiten können. So, Zug verschwand mit allen Insassen und es gibt keine Spur. Okay, das passt vielleicht nicht. Das passt auch nicht zusammen. Das kann ich auch nicht verbinden. Hätte jetzt gedacht, die zwei Sachen passen vielleicht zusammen. Weil, ich meine, keine Spuren und es gibt keine Passagiere mehr. Die sind alle irgendwie weg.